Digga, warum kann man das perfekte Intro nicht überspringen? Verdammte Scheiße, Alter. Exodus, Digga, was ist das denn? So Leute, was geht ab zu einem neuen Video und gleich spielt UX Gaming gegen Hamburger Hänger, deswegen muss ich ziemlich schnell machen. Denn XDesolution hat gerade eben schon im Livestream gesagt, dass er meint, dass Hamburger Hänger gewinnt und Digga, wie kannst du bitte so falsch liegen? Ich vertraue meinen Boys dann natürlich, dass sie da gleich aufräumen werden. Und wenn die gleich richtig aufs Maul bekommen, habe ich diese Aussagen auch nie getroffen. Ich trage auch schon hier mein Jersey, um die Boys gleich anzufeuern. So Power-Cheerleader-mäßig. Gib mir ein X! X! Oh Gott, Alter. Und wie kann man sich natürlich für ein UX Gaming-Spiel am besten einstimmen? Aber weil ihr wahrscheinlich ja gerade eben schon im Pre-Intro gemerkt habt, dass dieses Video ein sehr ernstes Video ist, möchte ich heute mal wieder über mein Leben heulen. Denn auch das Leben eines 17-jährigen rothaarigen Jungen ohne Erfolg auf YouTube kann schwer sein. Es reicht in einem reichen Industriestaat wie Deutschland. Denn ich musste heute die ganze Woche wieder mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Hat sich meine Mutter so ausgedacht. Stellt euch mal vor, ihr macht 3 fucking Führerscheine. 3 Stück, ja? Aber seid zu jung, um selber mit dem Auto zu fahren und habt kein Motorrad, weil das Wetter einfach noch zu schlecht ist für Motorrad. Oder müsst ihr auch, wenn es kalt ist, mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und ich meine damit nicht irgendwie mal kurz 5 Minuten um die Ecke zur Schule fahren, sondern eher, dass ich muss durch die ganze Stadt bis zur Schule fahren und dann bin ich endlich da, bin 2-mal fast gestorben, 2-mal überfahren worden, 1-mal fast angeschossen worden. Genau das zur Schule fahren, meine ich. Und ihr müsst wissen, bei meinem Fahrrad ist wirklich fast immer alles wirklich perfekt in Ordnung, ja? Die stimmen jetzt nicht wieder für Exodus. Und gestern komme ich so aus der Haustür raus und merke so, mein Fahrrad ist einmal quasi umgedreht, also quasi der Lenker ist einmal umgedreht, sodass die ganzen elektronischen Kabel quasi alle einmal um das Fahrrad rumgewickelt sind, ja? Und dabei ist meine Lampe komplett, also ich weiß nicht, wie das war, einfach durch einen Windstoß oder was weiß ich, aber auf jeden Fall war mein Licht auf einmal ab, mein vorderes Licht. Und ich habe das dann heute Morgen so ein bisschen so mit Tape und sowas alles festgetaped so ungefähr, so dass es halt noch in eine Richtung geht. Und ich dachte so, wenn du jetzt gerade heute an dem Tag, an dem einzigen Tag, wo es möglich wäre, dass du kontrolliert wirst, ja, von der Polizei und dadurch irgendwie eine Strafe bekommst oder was, dann bist du wirklich der unglücklichste Bastard auf der ganzen Welt. Und ich fahre meinen Weg so zur Schule, ja, bin zur Hälfte, ich bin sogar fast da, ja. Dann gucke ich so nach rechts, sehe so einen guten Kollegen, so, der auch immer mit Fahrrad fährt, ja. Und ihr müsst wissen, sein Fahrrad ist übertrieben broke. Das Licht geht nicht, die Kette springt eigentlich jede Fahrt irgendwie mal ab. Also wenn ich mal einmal, sogar zweimal oder dreimal die Fahrt. Bremse geht auch nicht richtig und wir machen immer so Scherze, sodass er, wenn er kontrolliert wird, richtig gefickt ist von der Polizei, ja. Und ich gucke so ganz langsam nach rechts, ja, und dann sehe ich ihn dann so. Und was ist da? Was ist da? Die Polizei hat ihn angehalten. Ich sehe nur sowieso, ein Polizist aus dem Auto gerade steigt und der andere dann schon mit ihm redet, Alter. Und ich denke so, ach du Scheiße, jetzt fahr, Max, fahr einfach, ja? Weil sie waren ja anscheinend mit ihm ziemlich gut beschäftigt. Und ich bin wirklich noch nie so fucking schnell gefahren. Das war wirklich richtig heftiger Verfolgungsjagd-Scheiß. Also Leute, ich kann sagen, ich habe immer noch eine weiße Weste. Ich werde bestimmt irgendwann nochmal verklagt, weil ich irgendwie richtig beschissenen Content produziere, aber das ist mir dann auch egal, ja? Solange ich so meine 400 Instagram-Follower habe, bin ich wirklich glücklich, ja? Hey Charlie, du hast Instagram? Ja, natürlich habe ich Instagram. Also das ist immer in der Beschreibung. Also ihr könnt mich da gerne abonnieren, alle Fotos liken. Also ihr müsst nicht, ne? Also ihr müsst nicht, ne? Ihr müsst wirklich nicht. Nein, ihr müsst wirklich nicht. Gut wäre das aber trotzdem. Ich muss jetzt aber auch mal gucken, ob OX spielt hier. Starte den Explorer. La 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 la. Denn das Ding ist, ich hätte niemals gedacht, dass ich so wenig Zeit für das Video jetzt habe. Irgendwie hat Team Rosak richtig heftig gedroppt und generell die ganzen Series, die momentan irgendwie in Zelos gespielt werden, enden immer 3-0. Was für inaktiv, Digga! Ich kriege Werbung bei Twitch für einen verfickten Mädchenrasierer. Sozial hat gerade gegen Steelbrief verloren. What the fuck? Huch, Digga, wo bin ich denn hier? Ich will nicht. Komm, raus hier. Oh, nicht die Map. Übrigens, nicht wundern, warum ich hier ein komisches Class-Setup habe hier mit Dead Silence und Stun-Granaten. Ich mach das alles nur, damit ich so einen beschissenen Titel bekomme und ich zeige euch den kurz, ja? Genau diesen Titel will ich. Genau diesen. Nicht schon wieder Exodus! Gott, wer macht die scheiß Map denn nur rein, Mann? Ich kann's echt nicht mehr abwarten, das Spiel zu sehen zwischen UX und Hamburger Hänger, Alter. Ich schwöre, ich kann nicht mehr warten. Hey, Celine, gleich UX gegen Hamburger Hänger. Bist du gehypt oder was? Was? Nein, was? Mann, kennst du das, wenn man eine Memo machen will? Leute ganz in den TS reden und man richtig verwirrt ist? Oh mein Gott! Nein. Und das Spiel geht los. Ich muss jetzt Schluss machen, Leute. Ich hoffe mal, wie immer, diese Bereicherung an YouTube durch meine Videos hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal eine Spende oder sowas da, damit sowas weiterhin existiert oder so. Und vielleicht schaffe ich ja in den nächsten 3 Jahren auch mal die ersten 3000 Abonnenten. Aber nun ja, das war's von mir, das war's von hier. Tschüssi! No, no, no!